Kronshagen bei Kiel von Stephanstraße 2. In dem 1971 erbauten Haus sollen alle 54 Bäder und die 6 Ver- und Entsorgungsstränge in bewohntem Zustand saniert werden. Es gibt 9 Etagen, ein Treppenhaus und einen Aufzug. Die Mieter sind zu 60% über 65 Jahre und sollen nicht länger als 10 Tage belastet werden. Ihre alten Badewannen sollen durch barrierefreie Duschen ersetzt werden. Das Badezimmer ist unsere Oase der Erfrischung und des Wohlbefindens. Als Ort der Körperpflege erfahren wir im Badezimmer jeden Tag aufs Neue Schönheit und Sauberkeit. Viele Bäder und Leitungen sind jedoch bereits Jahrzehnte alt und erfüllen nicht mehr moderne Anforderungen an Trinkwasserverordnung und Energieeffizienz. Eine immer älter werdende Gesellschaft stellt hohe Ansprüche an Ästhetik, Benutzbarkeit und die Pflegeleichtigkeit eines Badezimmers. Die für eine Sanierung normalerweise erforderlichen Arbeiten verschiedener Spezialisten ist aber mit ihrem Zeitaufwand von 4 bis 6 Wochen für die Mieter oft unzumutbar. Mit dem patentierten Blome-Konzept werden bereits seit über 10 Jahren ganze Stränge von Badezimmern in zwischen 5 und 10 Arbeitstagen vollständig renoviert. Möglich wird dies durch die passgenaue Vorfertigung von schmalen, gekachelten Wandelementen, in denen alle Rohr- und Elektroleitungen bereits verlegt sind. In Kronshagen bei Kiel saniert Blome sämtliche Bäder im Haus der Woge Wohnungsgenossenschaft. Also bei der von Stephanstraße 2 in Kronshagen handelt es sich nahezu um ein Hochhaus mit 54 Wohneinheiten. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung, hier eine Strangsanierung zu planen und durchzuführen. Das Haus, speziell an diesem Objekt, das ist 40 Jahre alt. Da haben wir natürlich in der Vergangenheit Probleme gehabt durch Ablagerungen, die natürlich im Laufe der Jahrzehnte entstehen. Und weiterhin haben wir das Problem gehabt, dass wir gerade in den oberen Etagen keinen ausreichenden Wasserdruck mehr haben. Und diese ganzen Probleme, die werden natürlich mit der kompletten Erneuerung der Steigeleitung dann beseitigt. Herzstück der Blome-Philosophie ist die Vorfertigung im eigenen Werk. An den großzügigen Arbeitsplätzen können alle Arbeiten präziser ausgeführt werden als in den oft engen Badezimmern vor Ort. Dort wurden vorher die Maße genommen und in Absprache mit den Mietern die neuen Kachelmuster ausgesucht. Aus unserer Sicht ist es natürlich so, dass dadurch ein unwahrscheinlicher Zeitvorteil geschaffen wird. Also innerhalb einer Woche hätte ich nie für möglich gehalten, dass das so schnell ging. Das Verfahren ist wirklich zeitsparend, denn sonst vom Abriss bis zur Fertigstellung, so wie das hier vonstatten gegangen ist, hätte man mit Sicherheit viel länger gebraucht, wenn die Wände nicht so vorgefertigt wären, wenn man das alles per Hand hätte machen müssen, ne? Das Besondere auch bei der Firma Blome ist, dass die in diesen vorgefertigten Wänden, dass da auch schon sämtliche Leitungen enthalten sind. Diese Leitungswege sind dann auch genau festgelegt. Das heißt, wir wissen jetzt genau, wo welche Wasser- oder Abflussleitung läuft. Da kann kein menschliches Versagen mehr auftreten, dass irgendjemanden ja, irgendwas querlegt, eben so, wie es nicht den DIN entspricht. Weiterhin haben wir in der serienmäßigen, sag ich mal, abgehängten Decke einen zentralen Anschlusspunkt, wo sämtliche Absperrvorrichtungen für Heizung und für Wasser sind und wo wir auch dann die Wasserzähler untergebracht haben. Da kommt auch jeder Mieter leicht ran. Jeder Mieter hat eine Art Gebrauchsanweisung für das Bad bekommen. Und diese ganzen Absperrorgane liegen dann auch nicht im sichtbaren Bereich. Und das ist aus unserer Sicht auch optisch viel ansprechender. Einige Tage vor Baubeginn wird üblicherweise pro Badezimmer ein Container geliefert, der alle benötigten Materialien für den Ausbau beinhaltet. Im Haus der Woge ist auf jedem Stockwerk genug Platz für den Bau von verschließbaren Arbeitsräumen, wo auch die nach Bauabschnitten gepackten Rollwagen lagern. Geräusch- und staubintensive Arbeiten finden somit nicht in den Wohnungen statt. Die damit kurzen Wege werden zum Schutz mit Filz ausgelegt. Wir haben in den vergangenen Jahren schon viele Strangsanierungen durchgeführt, auf herkömmliche Art und Weise, wo wir dann eben verschiedene Gewerke haben, das heißt Sanitär, Heizung, Elektro, Fliesenleger, Maler, Maurer und so weiter und so fort. Dass ständig 3 bis 4 Leute immer in die Wohnung rein und raus mussten. Und dieser Nachteil ist durch die Firma Blome jetzt natürlich nicht mehr vorhanden, weil da wirklich das komplette Bad von A bis Z, also von Anfang bis Ende, wirklich durch einen Monteur fertig gebaut wird, bei dem man auch wirklich merkt, dass die geschult sind im Umgang mit den Mitgliedern und das ist natürlich auch in unserem Sinne bei den täglichen Problemen und was eben so bei einer Strangsanierung anfällt, da sind die Monteure immer hilfsbereit, freundlich
Es kam von Anfang an ein Handwerker vom Abriss bis zum Wiederaufbau, sage ich jetzt mal so. Hatten ein sehr gutes Verhältnis. Er hat sehr sauber, sehr ordentlich gearbeitet und sehr freundlich. Die Blome Bauleitung ist jederzeit vor Ort und überwacht die Arbeiten und den gut organisierten Zeitplan. In den ersten 1 bis 2 Tagen wird das Bad entkernt. Blome sieht sich als Partner der Wohnungswirtschaft mit dem erklärten Ziel, den Mieterinnen und Mietern die Zeit der Bauarbeiten so angenehm wie möglich zu machen. Sorgfältig werden die Wohnungen gegen Staub gesichert. Die Wand zum Gäste-WC soll wegfallen, sodass ein großzügigerer Raum entsteht. Die alten Bäder werden entsorgt und der Schutt abgefahren. Eine permanente Müllrückführung schafft freie Wege für Mieter und Arbeiter. Der demografische Wandel hat auch bei unserer Genossenschaft Einzug gehalten. Und wir möchten natürlich, dass unsere Mitglieder möglichst lang in ihren Wohnungen verbleiben können. Und das ist uns hier natürlich gelungen. Ein Großteil der Wohnungen konnten jetzt mit ebenerdigen Duschen ausgestattet werden. Und das hat auch zu einer sehr großen Freude bei den Mitgliedern geführt. Die waren sehr begeistert, als wir das angekündigt haben. Die Abflusslöcher für die barrierefreien Duschen werden gebohrt. Ein Blumenbad kann an die vorhandenen Leitungen angeschlossen werden. Aufgrund der Trinkwasserverordnung zum Schutz vor Legionellen ist es jedoch auf lange Sicht wirtschaftlicher, sämtliche Zu- und Abflüsse des Hauses zu erneuern. Der modulare Ver- und Entsorgungsstrang stammt aus der Blome-Vorfertigung. Auch ermöglicht erst die Stranksanierung den Bau der zukunftssicheren, barrierefreien Duschen. Hierzu wird für den Abfluss die Decke im darunterliegenden Bad abgehängt und mit modernen Einbaustrahlern versehen. Der im Blome-Werk gefließte Duschboden kann nun einfach eingesetzt werden. Alle Strom- und Wasserleitungen werden nachvollziehbar definiert verlegt und sind über einen zentralen Anschlusspunkt in der Decke zugänglich. Durch die Verwendung von Trockenestrich kann der gut schallentkoppelte Fußboden sofort verlegt werden. Eine wasserdichte Bodenwanne verhindert Wasserschäden in darunterliegende Etagen. Auf Firma Blume sind wir gestoßen durch Kollegen aus Hamburg. Wir haben Hamburger Kollegen besucht, haben uns da Referenzprojekte angeschaut, in diesem Fall Einzelmodernisierungen. Und die Reputation und die Aussagen von den Kollegen waren äußerst positiv, sodass uns das bewogen hat, Firma Blume in die Ausschreibung mit zu integrieren. Die Tür zum ehemaligen Gäste-WC wird verkleidet. Mit großer Zeitersparnis werden nun die Blome-Badwände angebracht. Die Elemente bilden auch eine zusätzliche Wärmedämmung. Um die Baustellenzeit weiter zu verkürzen, wird nach Absprache auch am Samstag gearbeitet. Vorteil der vorgefertigten Wandelemente ist natürlich auch die Qualität, weil diese Wandelemente eben schon im Werk der Firma Blume vorgefertigt werden und damit eine wesentlich höhere Präzision zu erreichen ist, als wenn es jetzt ein herkömmlicher Fliesenleger vor Ort diese Arbeiten durchführt. Alle neuen Türen eines Stranges werden an einem Tag eingebaut. Ein Mitglied der Genossenschaft möchte das Gäste-WC beibehalten. Mitglieder einer Genossenschaft haben aus meiner Sicht nicht unbedingt höhere Ansprüche, sondern sie haben einen höheren Stellenwert bei uns. Mitglieder sind Miteigentümer der Genossenschaft, in diesem Fall der WOGE Wohnungsgenossenschaft Kiel. Und sie sollen sich wohlfühlen bei uns, langfristig wohlfühlen. Und bei uns steht halt nicht die Rendite im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Auch nach Hunderten von gebauten Bädern wird jedes Blomebad bis zur letzten Fuge mit Liebe zum Detail gefertigt. In der Verantwortung, einen auf Jahrzehnte nutzbaren Wohlfühlraum zu schaffen.
Firma Blume hat sich an die vertraglichen Vereinbarungen 1:1 gehalten und es wurde auch komplett so durchgeführt, wie wir es besprochen haben. Die tägliche Organisation der Firma Blume und die Durchführung der Arbeiten ist aus meiner Sicht sehr strukturiert. Sämtliche Termine, insbesondere natürlich die Durchführung der Strangsanierung innerhalb von 7 Tagen, da wurden sämtliche Termine eingehalten. Der Handwerker war sogar so nett, hat immer gefragt, Frau Meier, wo möchten Sie das hinhaben? Wie hätten Sie das gern? Das hat uns also sehr, sehr gut gefallen. Ein guter Punkt ist immer, wenn keine Beschwerden beim Vorstand ankommen. Es sind keinerlei Beschwerden bei mir angekommen. Ich musste mich also in keiner Weise darum bemühen, dass es wieder in die richtige Richtung kommt. Wir haben den Zeitplan sehr gut eingehalten. Wir konnten sogar mit 2 Pausen, einmal mit einer 3-wöchigen, einmal mit einer 2,5-wöchigen Pause arbeiten, um auch wieder Ruhe ins Objekt zu bekommen. Und die Mitglieder waren durchgängig zufrieden mit den Leistungen. Dann sind wir natürlich auch zufrieden. Und das ist mein Fazit dazu. Mit sanierten Badezimmern steigt der Wert und das Ansehen der ganzen Immobilie. Bei Blume erhält der Auftraggeber alle verschiedenen Arbeiten aus einer Hand, mit nur einer Rechnung, einem Gewährleistungspartner und einem Termin für die Fertigstellung.